Hallo und herzlich willkommen zu einer Servervorstellung und ich bin hier auf dem Server vom Dalbert GP. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und noch ein paar anderen Leuten, aber da komme ich gleich zu. Hier gibt es ein paar Grundstücke. Ich besitze eins davon. Da habe ich mir jetzt so ein Baumhaus gebaut. Und ich werde die Servervorstellung jetzt immer von Servern machen, die mir selbst gut gefallen. Und ja, ich springe einfach mal hier todesmutig runter. Und dann gehen wir einfach mal hier in den Spawn rein. Admin auf YouTube. Einmal der Dalbert GP. Ich hoffe, dass ich spreche das immer noch richtig aus. Der Cbit LP, Rolf Potz LP und Scorf FX. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Es tut mir sehr leid, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Skype und auf Twitter heißen die halt alle so nochmal. Dann gehen wir halt hier nochmal einmal ins Hör. Nochmal ins Hör. Und weil man startet hier ganz oben, deshalb einmal nach ganz oben und hier startet man halt, ja, die Sicht ist jetzt durch meinen Baum ganz bisschen begrenzt und ja, jedenfalls hier oben geht's, dann geht man hier runter und was ich ganz witzig finde, das, nee, das steht hier noch nicht, das stand hier drüben, da bin ich hier so schön irgendwo angegangen, nee, keine Ahnung. Willkommen in Stadt von Community Server. Alle Grundstücke bis auf extra große kosten 500 Euro. Das Geld könnt ihr mit Slash Money abrufen. Zur Freibauzone Slash Warp frei. Regeln, ach so, ja, gut. Da bin ich jetzt, also das hatten wir ja gerade. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal, zu Warp frei. So, Slash Warp. So, dann ist hier war frei, also in der Fübelzone. Da geht's zum Shop und ich lese jetzt mal vor. Willkommen bei der Bauzone. Hier könnt ihr frei bauen. Bei Fragen bitte an die Admins wenden. Ja. Dann geht's hier hoch in dem Shop, der ist noch im Aufbau und der lädt auch gerade noch. Dann gibt's hier Stone 31 und 64 Stück. Ich glaube, die werden dann immer auch ein bisschen preiswerter, umso mehr man kauft. Und hier kommen halt noch die anderen ganzen Shops. Ich glaube, der ist noch nicht. Doch, der ist auch schon offen. Ne, der ist doch noch nicht offen. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, falls jetzt hier so dieser Lack, also dieser Lack, warum sag ich, dieser Bug, der kam wahrscheinlich davon, weil ich gerade nur auf YouTube was hochlade und dann ist das bei mir mal leicht verzögert. Deshalb, der Server ist, läuft erst rein und das ist halt lediglich mein PC, also mein lahmes Internet, was da gerade schuld dran ist. Steht hier, viel Spaß beim Bauen. Dann geht's hier irgendwo hin runter. Okay, das gehe ich jetzt nicht näher ab irgendwie. Da muss ich mir das jetzt nicht genau angucken. Hier baut das noch alles gerade auf wegen meinem lahmen Internet, weil ich auch was hochlade. Das tut mir jetzt gerade leid. Und hier ist ein Haus, darf ich da rein? Nö, doch, da darf ich rein. Jo, schon, baue es auf, baue alles auf, danke. Ja, hier ist halt irgendein Haus von irgendwem, ich weiß nicht von wem. Ist jedenfalls ein sehr schönes Haus, genau, baut mal alles schön auf hier. Ich springe einfach mal hier ins Wasser, oh, das hat weh hier, wow, wow. Und dann schwimme ich einfach mal hier hoch. Und, ja, hier ist halt auch gleich ein Dschungel, in den man reinbauen kann. Da oben sind das Fackeln, nach hier ist ein Blumen. Ich habe schon gedacht, da oben hat sich jemand reingegraben. Da ist ein Cobblestone, na gut. Und ja, hier darf man halt machen, was man will, Hilfe. Und da oben ist auch noch was Schönes gebaut. Da gehe ich einmal hin. Ich möchte ja möglichst viel von diesem Server zeigen. Ich kann hier mal fragen, seit wann gibt es den Server? So, mal gucken, was er da sagt, ob er es auch weiß. Er müsste das eigentlich ja wissen. Haus Admin. Das Haus von Admin. Ah, dein Haus. Darf ich da rein? Nee, ich darf da nicht rein. Okay, seit einer Woche und ich darf nicht in sein Haus. So, okay, das heißt, ich darf jetzt rein. Hier sind schön ein paar Bilder aufgehangen und dann gehe ich einfach mal runter. So. Dann geht's hier, wie es aussieht, in eine Mine rein. Da will ich jetzt aber auch nicht genauer rein. Ne, brauche ich nicht. So, ja, also. Oh,
schönes Holz, also wirklich schönes Haus finde ich gerade. Ist hier die Treppe. Schaffe ich niemals, nee. Muss ich so, und dann kann ich da auch nicht höher. Ich möchte jetzt hier nochmal oben rauf. Okay, ich bin Adventure Noob. Also einmal das weg. Da hoch. Da ist das Haus von denen. So, der Server ist also noch im Aufbau. Jetzt habe ich einen Erdklotz, den will ich gar nicht. Ich habe einen Erdklotz, den will ich gar nicht. Ich habe einen Erdklotz, achso, ich darf hier nicht bauen. Ich habe einen Erdklotz, den will ich gar nicht. Ah, jetzt darf ich bauen. Also hier, dieser Spawn ist so ganz bisschen protected. Ist das ein Schrankfehler von mir. Ich gehe dann mal wieder zurück zu meinem Haus mit Slash Home, weil man kann hier auch schön die Häuser setzen. Und mein Slash Home ist hier auf meinem Baum, deshalb nicht wundern. Ich springe mal wieder wagehalsig runter. Und ja, da ist mein Baum. Da lasse ich gerade noch, ups, die Ranken wachsen. Was gibt es denn noch so Schönes zu sagen, außer dass jetzt gerade bei mir das alles langsam lädt, wie schon gesagt, wegen meinem lahmen Internet, weil ich gerade noch was hochlade und verwandel dich mal in ein Tier XD. So, ich weiß nicht, ob er das darf, aber theoretisch müsste er es ja dürfen. Er ist ja auch mit Admin hier. Weil das finde ich ganz witzig, ganz kurz. Und tada, ein Schwein. So. Das finde ich ganz witzig und ja, also wenn euch mal ein Schwein hinterherläuft, ihr wisst, wer das ist. Oder ja, der Driver GP. Oh mein fucking Gott. What the fuck, what the WTF? Geil. Episch. Oh geil. Ja gut, also Ender Dragon gibt es auch hier. Und also nicht wundern, wenn ihr hier mal drauf seid. Und ja, was gibt's denn noch zu sagen hier? Das sind ja die kleinen Grundstücke. Man startet mit Mann, ich glaube 100 waren das. 605 Euros. Warum hab ich so viel Geld? Egal. Man startet halt mit recht viel Geld und ja. Ich sag dann einmal tschüss, auf Wiedersehen. Und was gibt da hinten? Das sind wahrscheinlich noch weitere Grundstücke oder wird gerade noch gebaut. Mal gucken. Wird erst geöffnet, wenn diese Bauzone voll ist. Achso, und ja. Wir können uns ja nochmal die Plugins... Warte, darf ich die Plugins zeigen? Einmal fragen, ob ich die Plugins zeigen darf. Theoretisch kann sich die jeder angucken, wenn man auf dem Server ist. So, slash Plugins. Da seht ihr jetzt einmal, die Plugins sind 19 Stück an der Zahl. Also schon ganz viele mit Lotterie und alles drum und dran. Und ist der Server noch whitelist? Einmal noch ganz fragen, war vorhin war da noch whitelist. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Weil der ja noch, so gesagt, auch noch im Aufbau ist und alles so. Einmal kurz gucken, was er antwortet. Gut, also ihr seht, nein, er ist nicht mehr whitelistet. Und er hat 20 Slots. Und ja. Ich sag einmal danke Dalba GP oder GP und ja, das war nur im Livestream. Gut, und ich zeige euch jetzt nochmal die Server-IP und dann sage ich tschüss, bis denne, bis zur nächsten Servervorstellung und viel Spaß bei meinem Let's Plays und den ganzen anderen Kram, den ich noch hochlade. Tschüss. Ach nee, ich bin ja auch Disconnect Multiplayer. Da ist die Server-IP. Eins, also ich lese auch einmal vor. Ich bin ja auch schon hier. Nein, ich sage, ich zeige euch jetzt nicht Server-IP und sage schon tschüss. Ne, 188.165.206.128 Doppelpunkt 65432. Ja, das ist der hier. Ich hoffe, den kann man ganz schön lesen und ja. Jetzt werde ich in Skype angeschrieben und ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Bis dann.